Hallo und willkommen zurück zum 9. und vorletzten Level der 4. Stage. So, es ist diesmal ein Pogo-Zombie dabei und diese Ballon-Zombies. Aber es ist kein Buddel-Zombie dabei, das heißt, wir brauchen zwar den Kaktus, aber keine Sachen, die nach hinten schießen können. Das heißt, wir nehmen erstmal unsere normalen Sachen mit. Die Lanterne. Dann nehmen wir den Magnetpilz mit, weil dieser Helm ist aus Metall. Prokos sind normalerweise auch aus Metall und das wäre praktisch. Dann nehmen wir noch den Kaktus mit. Und die Hochwalnuss. Und los geht's. Let's go. Lam dam 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 dai. So. Wir hatten letztes Mal nicht bis hier Nebel. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall ist der Nebel nicht weiter vorgegangen. Na toll. Der Zombie kommt natürlich ganz unten, wo ich noch keinen Pustepilz gesetzt habe. War irgendwie... Ja, trotzdem keine Chance. Ha. So. Diesmal weiß ich, was der Pogo-Pilz drauf hat. Bin diesmal vorbereitet. Hoffe ich zumindest. Dann werden wir weitere Pustepilze aufbauen. Und noch eine Laterne. Und dann wird es Zeit, dass wir eine Walnuss bekommen. Besten noch zwei oder so, bevor die erste große Welle richtig anfängt. So und zap, zap, zap. Bam. So. Nein, da brauchen wir keinen Pustepilz hin. Schon fast 10.000, aber ich glaube, der weitere Samenplatz, den ich kaufen wollte, kostet 20.000. Das heißt, ich muss noch ungefähr aufs Doppelte sparen. Das wird schon anstrengend. So, probiere das jetzt einfach mal aus. Ich setze hier den Magnetpilz hin. Was irgendwie dumm war. Weil jetzt wird der Zombie nicht mehr abgeschossen. Das kann dauern, bis jetzt so löst, die arme Walnuss. Aber ich bin auch nur ein Mensch und auch ich kann Fehler machen. So, dann tun wir hier eine weitere. Entschuldigung. Und... hier den Kaktus. Und auch schon die erste Monsterwelle. Ich hoffe mal, jetzt kommt der Hüpfer nicht hier, weil dann habe ich ein Problem. Mhm. Anscheinend kommt noch gar kein Pogo zu mir. Das vereinfacht die Sache natürlich um einiges. Thank you.
Oh, 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 jetzt kommen die beide über Wasser, das ist natürlich gemein. Aber keine Chance, weil jetzt gehst du unter. Boah, die haben die ganze Walnuss aufgegessen, das ist glaube ich zum ersten Mal passiert. Jetzt muss ich noch warten, bis die... Oh, jetzt fressen die auch noch meine Magnetpflanze. Was seid denn ihr für Heinis? Darf jetzt wohl nicht sein. Machen wir gleich eine neue hin. Ja. Dann hier noch den letzten Kaktus. So, dann mal schauen, was mache ich jetzt als nächstes. Ich setze hier ein Meerespilz hin. So, dann kommt hier eine Seerose hin mit einer Hochwalnuss. Hier setzen wir einen Magnetpilz hin. Ich hoffe, dem seine Reichweite ist groß genug, dass er auch bis nach da hinten geht. Oh! Wie lange ist die jetzt inaktiv? Die Pflanze hier? Was soll das denn? Ah, nur eine gewisse Zeit lang. Okay, das ist schon mal gut. Sehr gut. So, zack. Jetzt kommt dann auch gleich die große Welle, wenn die Zombies hier noch Platz sind. Also die nächste große Welle. Die letzte. Aber ich bin bereit. Denke ich. Ja, auch ein Pogo ist hilfreich, wenn ich jetzt mit dem Platz. Auch ein Pogo ist aus Metall und wird angesaugt. Wobei ich weiß gar nicht, ob der Pogo da drüber gekommen wäre. Ich glaube nicht. Mit dem ja etwas doppelt gemoppelt, diese Kombination, aber was. Der letzte Zombie steht und der letzte Zombie fällt und wir halten wieder eine Nachricht. Schließlich sind wir im 9. Level. Hier ist deine Mutti, bitte komm rüber. Es gibt Hackbraten. Lass die Haustür offen und den Rasen ungeschützt. Herzlich, Mutti, nicht die Zombies. Ja, dann gehen wir doch im nächsten Level unsere Mutti besuchen und Hackbraten essen und lassen unsere Tür natürlich offen. Bis dann.